Das ist David Beckham, bekannter Fußballer bei Manchester United, England. Eigenen Angaben zufolge und unschwer zu erkennen, ausgesprochen trendbewusst und eitel. Das ist Andreas Meyer, bekannter Fußballer beim FC Willisau, eigenen Angaben zufolge und unschwer zu erkennen, ausgesprochen trendbewusst und eitel. Der eine ist ein großer Fan des anderen und er unternimmt vieles, seinem Idol ähnlich zu sein und das nicht nur auf dem Fußballfeld. Es ist zum Beispiel etwas mit den Augenbrauen. Ich habe sie wegrasiert. Ich habe das gesehen an ihm. Ich habe es relativ frech gefunden. Nicht alltäglich, nicht gut ausgesehen. Da habe ich gedacht, machst du so. Und das andere wäre mit der Frisur. Ich habe mir überlegt, ob ich es machen soll. Die Irokesenfrisur, die berühmt, die er hat. Sieht gut aus, aber der Coiffeur hat gemeint, da ich feine Haare habe, kommt vielleicht nicht so gut raus. Da habe ich gedacht, lassen wir es sein. Auch auf dem Spielfeld sind sich die beiden sehr ähnlich. Der eine wie der andere spielt im Mittelfeld und beide schießen gefühlvolle Freistöße und Eckbälle. Beide verkörpern sie den typischen Stimmungsspieler. Einer, der an einem guten Tag über sich hinauswachsen und Unglaubliches leisten kann, im nächsten Spiel aber kein Bein vors andere bringt. Bei so vielen Gemeinsamkeiten kann man schon verstehen, dass sich Andreas Meyer ab und zu in eine Starrolle neben Superstar David Beckham hineinfantasiert. Ich habe das geträumt, wie ich in Manchester bin, im Stadion, in der Kabine. Wenn ich dort mit dem Beckham bin, nach denen gehen wir auf den Platz und ich schieße in den 90. Minuten. Wie soll es anders sein, das Goal? Er passt, ich schieße das Goal. Er jubelt mit mir, mein Idol. Diesen Traum habe ich eigentlich auch mal aufgeschrieben in der Schule, also als Aufsatz. Ich habe ihn sehr gut gefunden, recht amüsant und eben schon, weil es mein Traum ist, habe ich ihn gut gefunden. Der Lehrer hat das nicht so mit mir geteilt, die Meinung. Er hat es nicht so gut gefunden. Die Noten sind dementsprechend auch nicht so gut gewesen. Andreas Meyer, der in der Freizeit auch gerne mal ein Bier trinkt, hat ein überaus intaktes Selbstvertrauen. Kein Wunder bei den Erfolgen, die der Vollblutsportler vorzuweisen hat. So musste er sich im Alter von 13 Jahren zwischen Fußball und Tennis entscheiden, was ihm damals nicht leicht fiel, denn in beiden Sportarten war er überdurchschnittlich talentiert. Der gelernte kaufmännische Angestellte spricht auch unverblümt davon, dass er später als Generalagent einer Versicherung viel Geld verdienen will. Nicht zuletzt dieser schonungslosen Ehrlichkeit wegen haben viele Leute das Gefühl, Andreas Meyer sei arrogant. Es sind meistens Leute, die noch nie mit mir etwas zu tun haben, also respektive noch nie mit mir geredet haben. Und bei denen setze ich eigentlich gerne noch eins drauf, dass sie ihre Bestätigung haben. Ja, und wie machst du das? Bei dem muss es erst nicht so schwer, oder? Bin ich da? Hier sehen wir, wie sich Andreas Meyer auf einen ganz normalen nächtlichen Ausgang vorbereitet. Dieser Prozess ist in der Regel ein äußerst zeitaufwendiger, denn Andreas Meyer tut sich schwer, aus dem großen Angebot an Kleidern die richtigen auszusuchen. Auch in diesem Punkt ist ihm David Beckham sehr ähnlich, wie dieser dem englischen Fußballmagazin Kick kürzlich anvertraute. Für die Zeit von Mitte Juli bis Ende Oktober dieses Jahres musste sich Andreas Meyer für einmal keine Gedanken über sein Ausgangstenü machen, denn angesagt war einheitliches militärisches Grün.